mal wieder ein Movie from me, ein Auto. Abo wäre nicht schlecht. Wenn ihr wissen wollt, wann ich online gehe, müsst ihr die Glocke betätigen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und es ist so, wir brauchen Wasser. Wir haben hier 2 Gallonen. Ja. Ich glaube, es sind 5 Liter oder was. Und da legen wir jetzt Geld hier rein. Also ich habe der Papa schon Geld reingeworfen. Ne? Hier ist die Flasche. Und jetzt drücken wir mal drauf. Auf den grünen. Yeah. Und da füllen wir jetzt auf. So, ich kann natürlich nicht so lange, weil ich muss dann schnell die Flasche wechseln. Aber wir sehen es ja gleich. Wir wollen ja noch mal in den Pool reinspringen. So, da sind wir wieder fertig. Allerdings hat mir jetzt Otto erst mal gezeigt, dass man hier drückt. Ja. Und wenn man die Flasche wechselt, drückt man noch mal. Ich habe die Flasche so im Fliegenwechsel gemacht. Naja, wird aber verpeilt, aber nicht so schlimm. Also, Flasche zum Baden tragen und dann sehen wir uns. So, hier sind wir wieder, Otto im Pool. Also wir machen so, wir sind eigentlich, also ich will mich mal so ausdrücken, es passiert immer mal wieder, dass Leute mich anrufen oder mich kontaktieren und sich dann mit mir treffen wollen, aber dass er doch irgendwie ins Wasser fällt, ist jetzt nicht unbedingt weiter schlimm. Wir wollten uns vor 2 Tagen auch mit Leuten treffen, aber weiß ich nicht, was dazwischen gekommen ist. Eigentlich so wild. Moment. Was willst du denn? Ja. Willst du was sagen? Ja. Na, dann sag was. Ich gebe ihm was ein, du machst. Okay. Ein paar dafür. Okay. Also ist jetzt immer nicht so schlimm, wenn die Leute dann nicht können. Wäre nur schön, wenn mir vorher Bescheid gesagt wird, weil ich nehme mir schon den Tag frei. Und ja, und dann sitze ich da und weiß nicht, was ich machen soll. So, heute ist wieder so ein Tag, deswegen gehen wir heute nur mal in Ruhe. Wir warten auf den Anruf noch, ich hoffe, er kommt noch. Ansonsten, ja, waren wir heute früh schon Fahrrad fahren. Und zwar ist es so, ich bin wieder voll kloppig heute früh. Ich habe die, also wir sind gefahren 4 Kilometer, dann habe ich ein Movie gemacht, dann sind wir wieder, also insgesamt sind wir 13 Kilometer gefahren und haben ein Movie gemacht. So, jetzt habe ich aber das Movie in Zeitraffer aufgenommen. Also, werde ich es am Ende einfach reinschneiden, dann werden wir mal sehen. Es ist zurzeit so, dass wir, also ich war schon 2-mal Fahrrad fahren. Und jetzt haben wir ja letzte Woche schon mal eine Tour gehabt mit 9 Kilometern und heute haben wir 13 Kilometer gemacht, aber heute sind wir durchgefahren, nur 3-mal kurz angehalten, Movie gemacht und weitergefahren. Also es geht, ich trainiere jetzt erstmal für gar nichts, weil morgen wollte ich mich mit jemandem treffen, der einen Marathon macht und da werde ich dann entscheiden, was ich mache, weil es ist im Prinzip so, wie man beim Triathlon trainiert, Schwimmen, Radfahren. Bei Radfahren war ich ja, weiß ich ja eh, ich war ja jahrelang Radrenner, wo ich noch sehr jung war. Und Laufen weiß ich auch, aber beim Marathon weiß ich nicht, wie man trainiert. Das werde ich morgen alles erfahren und dann werde ich euch das noch sagen. In dem Sinne würde ich sagen, Werbung. Genau, wir machen Werbung und dann gehen wir hochkochen, essen Mittag und dann werden wir noch ein bisschen spielen. So, ich werde jetzt, soll ich einmal mit reinkommen? Ja. Ja. So, auf Wasser stellen und dann geht's ab. So, wir haben jetzt noch ein bisschen gespielt. Wo sein? Ja. Ja, mach's schön.
Dort ist es ein bisschen wärmer wie hier. Aber das ist im Prinzip so, wenn die Sonne weg ist, ist es schon kühl. Also, alle Norddeutschen wissen, was das mit damit zu tun hat. Also, eine Originale, nicht wieder Oma-Mütze, ne? Ja, Leute, es ist eine Fischermütze, ne? Davon gibt es auch Hemden und Hosen, alles. Eine Originale habe ich mir vor 3 Jahren in Rostock gekauft. Oh, ist schon 4 Jahre her. Also, wir werden gleich hochgehen, frühstücken. Heute früh gab es ja Banane und Ei nach dem Fahrradfahren. Ich hatte nur den einen Fehler gemacht. Ich habe vergessen, vor dem Fahrradfahren zu trinken. Und dann hatte ich ganz schön Durst danach. Wir werden die Tür, die Tage nochmal abdrehen. Aber jetzt lassen wir es erstmal. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Mittagessen. Heute gibt es auch nur ein kurzes Mittagessen, ein Sportler-Mittagessen, Nudeln und Thunfisch. Da haben wir Eiweiß, da haben wir Kohlenhydrate und den Fettgehalt zu regeln, da haben wir noch Garlic mit dran. Also, das deutsche Wort vergessen für Garlic. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Otto hat mir heute sein Pullover alleine angezogen. Dreht sich mal kurz um. Ja, ist schon richtig. So, also es gibt heute Nudeln mit Thunfisch und Knoblauch. Also Thunfisch in Öl. Ansonsten gibt es noch ein kleines Häppchen von Äpfelchens. Jetzt gucken wir mal schnell raus. Das Wetter ist super. Wir müssen mal gucken, was wir heute noch unternehmen. Es ist ja Mittag. Es ist nur so gerade, dass ich Otto jetzt, also es ist immer sehr schwierig, weil Otto keine festen Zeiten hat zum Schlafen. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal irgendwie eine Zeit ausmachen, wie er schläft. Ich versuche das jetzt immer auf um 2 zu legen, bis um 4. Da weiß ich nicht, wann er schläft, weil wenn er auf dem Moped einschläft, ist es immer sehr, sehr schwierig. Also ich würde sagen, wir essen erstmal. Und dann gucken wir mal. Und dann, wie ist es, tut das, schmeckt dir wohl? Ja, was ist denn das hier? Ja, schmeckt dir das? Hat der Papa schön gekocht? Yeah, naja, das will ich gar nicht sehen. Oi, oi, oi. Wir hatten dir die Manieren beigebracht. So, hier ist er wieder. Und zwar, ja, Otto haben wir hingelegt. Allerdings darf ich den jetzt nicht ansprechen. Man muss ihn in Ruhe lassen, dann schläft er. Da hoffe ich, dass er jetzt immer von 14 Uhr bis 16 Uhr schläft. Das wäre super Zeit. Da kann man früh genug unternehmen und abends genug unternehmen. Ansonsten, Otto hat super, super geschmeckt. Ja, mir so und so. Ich liebe ja solche Essen. Kurz, schnell, zack, bündig. Eigentlich nur Nudeln kochen. Zwischendurch Knoblauch schälen, dann werden die Nudeln kurz vor Kochen fertig sind, die Knoblauch anbraten, die Nudeln gleich in die Pfanne. Öl nehme ich nicht dazu, ich nehme das Öl von den Thunfischen und dann die Thunfische rein, rumgerührt, zack, fertig. Alles in allem, bis ich 15 Minuten. So. Ja, ich versuche jetzt, also ich sitze jetzt hier, trinke noch Kaffee, weil wenn ich jetzt in der Wohnung rumrenne, dann kommt er mir wieder hinterher gerannt. Und ich sehe schon, wenn er, dann sind die Augen langsam. Und dann muss ich noch abweichen. Und dann müssen wir mal gucken, wenn der Anruf nicht kommt. Oder egal jetzt. Und dann werden wir nachher nochmal schön in den Pool gehen, 2-3 Stunden. Der freut sich da immer riesig. Ich bin ja nicht so eine Wasserratte, aber die, also,
Da muss der Papa durch. In dem Sinne würde ich sagen, ja, mit dem Fahrrad, das gibt es mit dem Fahrrad noch zu sagen. Ihr seht ja jetzt noch die Fahrradtour. Es ist so, das Fahrrad ist eigentlich kaputt. Ich muss es reparieren lassen. Ich brauche zwei Schläuche und vorne ist irgendwas locker. Denn wenn ich losfahre, dann geht es immer so knick, 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 knick in der Kabel vorne irgendwie. Entweder ist die Kabel, ich denke mal nicht, dass die gebrochen ist, irgendeine Schraube locker. Ja, und wenn ich langsam fahre, schleift es. Es ist, ich glaube, ich hatte das schon mal erklärt. Das war so ein typischer Fehlkauf. Das ist eigentlich kein Fahrrad, das ist eigentlich Müll. Ich überlege gerade, ob ich nicht das Bianchi verkaufe und das verkaufe und mir ein ordentliches Sohle und dann auf Marathon umsteige. Aber das warten wir ja die Tage ab, erzähle ich euch noch. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, Verabschiedung kommt heute vielleicht nicht, doch, ja, nein, ich habe keinen Plan. Es ist wieder ein mildes, zusammengeschnittenes Movie. Da habe ich jetzt eh noch zwei, drei Stunden dran zu tun. Das Verpixelte haben wir wieder weggekriegt. Und zwar war es so, ich hatte ja so einen grünen Rand drum gemacht um meine Movies. Das hat mir super gefallen. Aber dadurch musste ich die speichern. Also abspeichern, ins Malprogramm nochmal rein, nochmal neu machen, nochmal abspeichern und dann hat er das verpixelt gemacht. Ja. Technik, ich habe da keine Ahnung, kein Plan. Ich würde sagen, ihr guckt noch ein bisschen Fahrrad fahren und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen, euer Tattoo-Man. Bye, bye. Polizei, stopp, Autofahrer. Wir müssen mit Ihnen einen Alkoholtest durchführen. Der Autofahrer? Ist aber toll. In welcher Kneipe fangen wir an? Yeah! Mach den Daumen nach oben, sonst gibt's kein Joghurt. Den Daumen nach oben, sonst gibt's kein Joghurt. Yeah! So, jetzt mal wieder ein Movie von uns. Hallo Leute. Ja, ich habe ein bisschen mit Otto geschimpft, aber nicht so schlimm, ne? Stimmt, hat der Papa geschimpft? Ja. Im Prinzip ist so, wir sind ja letzte Woche schon immer Fahrrad gefahren, allerdings sind wir immer gefahren und haben gehaltene Aufnahmen gemacht. Wir sind zwar, ich weiß nicht, 12 Kilometer mal gefahren, aber wir wollen heute mal richtig Fahrrad fahren. Also losfahren, drehen, absetzen. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer, ich werde das so dann abschätzen für mich und dann werden wir gucken, wo ist denn er schon wieder hin? Ah, da ist er doch. Also, es werden natürlich mehrere Blöcke über mehrere Tage und dann werden wir mal gucken. Also, fahren wir los. Auf sind wir geht's. Wieder, wir sind bei der Polizeistation hier. Ihr seht's. Ich muss mal gucken, wie viele Kilometer das waren. Wir machen hier ganz kurzen Break, nur Kamera aus. Und dann geht's wieder zurück. Im Prinzip geht's ja nur darum, dass ein, zwei Mal in der Woche meine Herzschläge so hochschlagen, dass ich kein Herzkasper kriege. So, gefällt's dir? Ja. Also wir fahren wieder zurück. Und dann erzähle ich euch noch mal was zu dem Fahrrad. Schrecklich. Also, hier bis gleich. Wir sind 8,9 Kilometer gefahren in 30 Minuten. Ja, wir haben eine kurze Pause gemacht. Ihr seht, ich schwitze. Schwitzt du auch? Ja. War es anstrengend? Ja. Hat es Kraft gekostet? Tut dir die Oberschenkel weh? Ja, dachte ich mir schon. Also, Muskelkater werde ich morgen nicht haben. Ich weiß ja, wie man trainiert. Muskelkater ist ja nicht gut, ne? Willst du ein bisschen rumtollen? Ja. Da tolle ein bisschen rum. Ansonsten, ja, das Fahrrad ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich am günstigsten wäre, wahrscheinlich das Rennrad zu verkaufen und das zu verkaufen und mir ein ordentliches holen, weil es ist so... Ich habe hier ein leichtes Kribbeln schon in den Fingern.
Und das ist nicht gut. Da haut irgendwas nicht hin, da sitze ich verkehrt. Ja, wir werden das mal abwarten. Also wie gesagt, vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, die zwei Fahrräder zu verkaufen. Und als nächstes Objekt einfach mal in Bangkok die Radfahrt anzugehen im nächsten halben Jahr. Ja, werden wir mal gucken, wie wir es hinkriegen, was wir machen. Ansonsten würde ich sagen, Werbung!